Hallo liebe Freunde, bevor es jetzt hier mit Zelda losgeht, möchte ich mal 5 Worte an euch richten über dieses kleine Spiel. Nämlich dieses Zelda hier, war eigentlich so gut wie, oder ist so gut wie unbekannt. Ja, das Spiel, das nämlich im japanischen Original BS Zelda no Tensetsu Inji no Sebikan heißt, ist nicht zufällig nahezu unbekannt. Denn wie Kotaku berichtete, gilt es als fast vergessen. Ja, das stimmt und ich bin froh, dass ich jetzt hier habe und es mit euch spielen darf. Es war ausschließlich für Super Famicom Satellaview erhältlich. Was ist die Satellaview? Das Satellaview ist ein satellitengestütztes Modem für die Anfang der 90er veröffentlichte Konsole, die im Westen als SNES oder auch besser als Super Nintendo Entertainment System verkauft worden ist. Das nur in Japan veröffentlichte Satellaview erlaubte es, Games per Satellit herunterzuladen und zu spielen. Aber glaubt mir, der Erfolg blieb aus. Wieso nur? Ich weiß es auch nicht. Und selbst dieses Satellaview hatte ein eigenes Zelda. Ja, es sollte sowas wie ein Remix von A Link to the Past werden. Das Spiel geriet aber in Vergessenheit, auch weil es nur auf Japanisch erhältlich war. Aber das hat die Hardcore-Fans von Zelda und Nintendo normalerweise nicht aufgehalten. In dem Fall hier von Ancient Stone Deblets war es aber sehr, sehr schwierig, dort etwas draus zu machen. Denn eine Besonderheit dieses Zelda-Spiels war es, dass es nur für kurze bzw. bestimmte Zeit während einer offiziellen Satellitenübertragung gespielt werden konnte und sich im Verlauf der Zeit auch noch verändert hat. Dazu gab es auch Audio-Übertragungen mit Orchestermusik und Live-Sprechern. Bisher fehlen diese Elemente bei der ROM-Version. Nun ist es aber Fan-Entwicklern gelungen, das ungewöhnliche Spielprinzip zu reproduzieren. Dazu kommen noch Übersetzungen. Neben einer englischen Version gibt es auch noch eine deutsche. Zu runterladen bei SNES Projects ist unten bei mir verlinkt, wie immer. Dort erhält man viele weitere Informationen dann zu diesen ungewöhnlichsten Zelda aller Zeiten. Also es soll sich ja auch verändern und alles Mögliche. Ich bin immer echt gespannt drauf, wie das sein wird. Ich freue mich drauf. Es wird auch nicht allzu lang gehen, denke ich mal. Ich glaube, das war immer so eine Stunde Spielzeit, so ein Teil. Denke ich jetzt mal, liebe Freunde, wenn ich mich nicht falsch informiert habe darüber. Na gut, dann höre ich jetzt mal auf mit Quatschen und viel Spaß bei Zelda Ancient Stone Deblets. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nun viel Spaß beim Videofilm Ihrer Wahl. Okay, nee. Okay, liebe Freunde, dann bis später. Dann, liebe Freunde, dann bis in wenigen Sekunden im Spiel. Ciao. The Legend of Zelda Ancient Stone Deblets Kapitel 1. Ein neues Abenteuer in Hyrule hat begonnen. Vor 6 Jahren besiegte der Held Link den Teufel Ganon. Seit dieser Zeit sonnte sich das Land Hyrule in einer Zeit des Friedens bis zu jenem Tag. Hilf mir, yeah! Jede Nacht träume ich den gleichen Traum. Die schwarzen Schatten über den Tempel. Warum verfolgt es mich in meinen Erinnerungen? Ich kann nur hoffen, dass es nichts Schreckliches passieren wird. In ihren Träumen spürt die Prinzessin eine neue Gefahr. Dann eines Tages. Was für ein merkwürdiges Licht im Osten. Prinzessin Zelda folgt dem unerklärlichen Leuchten. Ganz die doof. Was könnte es gewesen sein? Es ist fast so, als ob etwas im Himmel fiel. Was? Wer ist das? Ein seltsamer Jüngling lag dort. Ah, bist du es? Agina! Oh, wenn es nicht Prinzessin Zelda ist!
Wenn das nicht Prinzessin Zelda... Nein, oh scheiße, irgendwie weiß ich nicht mal, was sagt. Ich sah ein fremdes Leuchtfeuer in der Ferne. Was ist passiert? Dieses Kind ist etwas ungewöhnlich gekleidet. Ah, nicht tot, hoffe ich. Prinzessin, dieses Kind stammt nicht aus dem Dorf. Wir haben keine Zeit, um uns über diese Dinge zu sorgen. Komm, der Junge könnte verletzt sein. Schnell, helft mir, bitte. Prinzessin Zelda und Agina trugen den Jüngling schnell zum nahegelegenen Schrein. Es ist merkwürdig, aber es scheint keine Wunden zu haben. Wir sollten den Jüngling gestatten, sich auszuruhen. Es ist lange her, Agina. Ihr seid bezaubernd wie einst, Prinzessin Zelda. Hehe, was mir gerade einfällt, ich habe Sajala lang nicht mehr gesehen. Mein älterer Bruder warnte mich, dass hier eine Gefahr droht. Es ging auf die Suche nach Link, dem Helden. Link, den Helden? Link, der Held, der legendäre Schwertkämpfer, welcher allein gegen den Kanon kämpfte. Auf der Suche nach einem neuen Abenteuer ließ er Hörle hinter sich. Du auch! Ich selbst hatte Albträume letzter Zeit. Es fühlte sich an, als wäre ein Schatten in der Nähe. Prinzessin, dieser Ort könnte ebenfalls voller Gefahr sein. Bitte kehrt ins Schloss zurück. Du hast natürlich wie immer recht. Ich werde ins Schloss zurückkehren. Aber Agina... Der Jüngling, der nicht erschien. Scheiße. Ich fühle eine starke Kraft in ihm. Wenn er Tapferkeit besitzt, könnte er der Held des Lichtes sein. Könnte es sein? Mit diesen Worten verließ Prinzessin Zelda Aginas Schrein. Das ist eine Katastrophe! Bist du nicht der Soldat, welcher im Ostpalast war? Was ist los? Bist du in Ordnung? Du bist verletzt! Eine Horde von Monstern kommen aus den Nichts! Alle anderen Soldaten, die mit mir die Palast verteidigten, sind getötet worden! Sie waren anscheinend bis jetzt noch nicht hier, aber... Halte in deiner Stärke fest! Nun, Zeldas Prophezeiung ist eingetreten. Wenn die Monster zurückgekehrt sind, dann... Die Prinzessin ist vor kurzem gegangen! Sie muss sich zum Schluss eskortiert werden. Aber was wird jetzt mit Hörle geschehen? Wir müssen auf den Jüngling vertrauen. Eine neue Gefahr hat das legendäre Königreich Hörle ein. Kann der geheimnisvolle Jüngling den Untergang des Königreichs retten? B.S. The Legend of Zelda. Ancient Stone Tablets, Kapitel 1. Und hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem Zelda, das weitgehend unbekannt hier in Europa ist. Und eigentlich auch so, teilweise komplett unbekannt ist. So, jetzt haben wir uns mal den Vorspann angeschaut. Ja, also teilweise unbekannt. Ich habe ja schon alles, was es zu sagen gibt, im Vorspann gesagt. Und das war gerade sehr viel zum Lesen und es ging auch sehr schnell weg. Deswegen entschuldigt, dass ich etwas schnell lesen musste. Sonst wäre das hier nichts geworden. So, wir drücken mal auf Start. So, was ist los hier? Schwarzer Bildschirm. Junge! Junge, so. Und Start. Bin ich mal gespannt, wie das Spiel hier ist. Dieses Land wurde von Monstern übernommen. Du bist also erwacht. Kind aus einer anderen Welt. Ein mysteriöses Licht. Ich kenne eine Waffe, aber ich konnte sie noch nicht finden. Umschloss dich und brachte dich hierher. Allerdings weiß ich nicht, von wo es kam. Ich weiß nicht, wer du bist, aber Prinzessin Zelda meint, dass dem Land Hörle erneut schlimme Zeiten bevorstehen. Was soll ich jetzt hier lesen? So was andere. Dass nur du es retten kannst. Ich konnte erst nicht glauben, doch nun denke ich, wir sollten diesen Worten Gehör schenken. Um mehr zu erfahren, musst du in den östlichen Palast aufsuchen. Deine Position wurde auf deiner Karte verzeichnet. Gehe nach draußen und drücke den X-Knopf. Palast im Osten von hier. Dort wirst du ein Schwert und... Du hast nun eine... Ein Schild finden, um gegen die Monster zu bestehen. Du hast nun eine große Tasche. Dort kannst du verschiedene Items aufbewahren. Wirklich praktisch. Das wird dir helfen, alles mitzunehmen, was du auf deiner Reise finden wirst. Sei vorsichtig. Wenn du losgehst, wenn etwas gibt, das du nicht verstehst, komme zurück. Ich kann dir ein paar gute Ratschläge geben, kleiner Mann. So, ab jetzt können wir bewegen, ja? Und wir gehen mal raus. Gut, hier unten. Ganz hier unten scheint ja... So, X. Ach, dort müssen wir hin. Okay. Gut. Das hier unten scheint auch eine kleine Erklärung zu sein, ne? Geh ich mal so von aus. Cool. Aber sind wir ganz anders. Wo ist eigentlich der Link? Habt ihr ihn verlinkt?
Das hier ein Labyrinth? Mein Kind? Dann müssen wir noch eine Dusche hören. Goldene Biene, sie attackieren Monster, aber heißt... Nur nochmal X drücken hier. Dort müssen wir hin. Hä? Das hast du Rätsel, das hast du Rätsel. Ich bin so überfordert. So, hier entlängs. Dann gehen wir halt mal hier lang, ne? Wir müssen nach Ost hin. Kann man das irgendwie untersuchen? Ah, hau mich nicht. Hau. Aber wir können das hier verstecken, oder was? Aha. Das ist ja exorbitant cool. So, jetzt kommen wir hier rauf. Sieht aus wie ein beknackter Gegner. Aber ich muss ja hier rauf. Ah! 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 Mama! Mutti! Lalalalalala! Bin ich jetzt hier richtig? Ich hoffe es, weil ohne Waffen kriegen wir hier schnell auf den Sack. Okay, jetzt sind wir mittendrin in diesem Spiel hier. Also bin ich mal echt gespannt, wie das ist. Wie gesagt, es haben noch nicht sehr viele... Ich kann doch gar nichts machen! Ich kann nicht kämpfen! Kann ich den vielleicht... Mist! Ha! Verzieht euch! Haha! Ah, Schlüssel. Ah, oh, geil. Zelda ist schon schön. Also kannst du echt nicht meckern. Ich mag Zelda. Mag ich wirklich. Zelda ist ein sehr schönes Spiel. Ich habe das früher schon gemocht auf dem NES, den ersten Teil. Fand ich auch immer sehr, sehr schön. So, nehmen wir mal mit. Ich meine, weil kommen wir natürlich nicht durch. So. 4. Jetzt dürfen wir keinen Fehler tun. Jeder muss sitzen. Alles muss sitzen. So. Wenn wir jetzt einen Fehler tun, sind wir am Arsch. Jax! Noch können wir uns ja mit... Noch können wir uns ja so werden. Oh, ich bin so gespannt auf dieses Spiel. Oh, was ist das? Ah! Ah! Du hast das Level 1 Schwert gefunden. Drücke den B-Knopf, um es zu benutzen. Halte den Knopf gedrückt, um das Schwert aufzuladen. Aha! Was hat der Schlüssel zu bedeuten? Hörst du das? Es scheint, dass die Feen dir begegnen. Wieso gefällt mir dieses Spiel schon? Oh, 10 Bomben, geil! Du hast ein paar Bomben gefunden. Du kannst eine bereits ausgelegte Bombe mit dem A-Knopf wieder aufnehmen. Das ist schön. So, natürlich. Schlüssel. Schauen wir uns jetzt hier weiter erstmal um. Oh. Das ist wirklich mal anders. Also, kann man echt nicht meckern. Das ist wirklich mal anders. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Gefällt mir wirklich sehr gut. Du hast die Karte gefunden, um deine aktuelle Position sowie eine Karte der Höhle, in der du dich befindest, anzuzeigen. Drücke den X-Knopf. Okay, ich bin also hier. Und hier scheinen wir uns durchsprengen zu können. Dann tun wir das direkt. Okay, wir drücken mal den Startknopf und wählen mal den Pump aus. Halt. Lalalalalalala. Radebums. Geil. Oh, das ist doch, ich bin gerade fasziniert. Entschuldigung, dass ich nicht so viel rede, aber Zelda war früher schon eins immer meiner Lieblings... Verdammt. Zelda war schon früher mal eins meiner Lieblings... Geh doch mal weg. War schon früher mal eins meiner Lieblingsspiele. Ich find's einfach nur herrlich. Einfach nur schön. So, legen wir mal eine Bombe hier. Gut, da war nix. Aber dann weiß ich ja schon, wo wir weiterkommen. Und zwar hier. Hier drüben kommen wir bestimmt weiter, wenn wir hier sprengen die Wand. So. Bombe. Das sage ich doch. Ach, ich liebe es einfach. Aber ich sollte noch ein Schild finden, oder? Wo könnte denn das sein? 1F. So geht's noch irgendwo runter. Und B1 haben wir ja auch noch. Entweder geht's irgendwo rauf oder irgendwo runter. Na gut. Schauen wir mal. Von hier kommen wir ja. Gehen wir mal weiter hier rüber. Und platzieren einfach mal eine Bombe hier.
war der Wolf. Hör Aufmerksamkeit zu, benutze den Gegenstand bei der brüchigen Wand links. Um die brüchige Wand links freizusprengen. Brüchige Wand links? Die hier? Ja, dann legen wir mal hier eine Bombe. Na komm, macht Wolf. Wir haben ein Schild, geil. Du hast das kleine Schild gefunden, es kann Pfeile und Steine abwehren. Wir schauen natürlich überall drunter. Wir wollen natürlich wieder alles mitnehmen. Alles, was da ist. Wir wollen natürlich nichts übersehen. Aber ich finde es toll, dass ich dieses Spiel hier spielen darf. Es ist geil, es gefällt mir. Haha, ich trottel. Halt, nein, ich kann's. Nein, ich doffel. Manchmal bin ich blöder. Naja, egal. Ich habe mich soeben etwas verdrückt. Stirb! Gehe von mir, du Wiederbohrst! Was ist das? Du hast den Kompass gefunden. Er zeigt dir die genaue Position des Endbosses auf der Karte. Da fängt ja gut an. Gleich den ersten Boss hier. Pfui! Du bist doof, du bist hässlich! Strottel, ich kann doch. Au, was mache ich denn? Zack! Hey, da hält aber viel aus. Da! Herzchen! Na, Herzchen! So, haben wir doch voll Energie, das ist sehr schön. Es könnte passieren, dass ich hier das genauso mal machen werde wie bei Gunman's Proof. Ich werde da auch etwas nur mal das zwischenspeichern. Yay! Verdammt! Ja! Nein, nicht kaputt gehen! So. Ups! Ich habe eine neue Weisung. Sehr Hokus Pokus. Soll ich das mir weiter umschauen? Da! Du Arsch! Stirb! Ach, ich liebe es. Na, komm. Oh, endlich mal wieder Zelda. Ach, Dank nochmal. Ein ganz großes, herzliches Dank nochmal an SNES Projects. Dass ihr es mir jetzt wieder erlaubt, hier dieses schöne Spiel hier zu spielen. Ich bin begeistert. Ich werde bestimmt auch wieder viel meckern. Aber das ist bei mir immer so. Ich meckere immer gern bei Videospielen. Wenn ich nicht rummeckern würde, würde ich nicht spielen. Ich bin halt so. Entschuldigung. So. Können wir hier rein? Nein! Viele Wiederbürste! Stirb Wiederbürst! So. Gut, ja, wir wollen natürlich alles mitnehmen. Das Geld brauchen wir natürlich wieder, um schöne Sachen zu kaufen. Ach, endlich gibt's das Spiel. Es freut mich ungemein. Oh, ich bin echt gerade hin und weg und begeistert, deswegen entschuldigt bitte, dass ich nicht allzu viel erzähle. Schlüssel! Ja! Freiheit für Hürle! So. Freiheit! Gut, hier ist nix. Dann gehen wir mal hier weiter. Balf! Balf, habe ich gesagt. So, mich interessiert jetzt aber wirklich mal, wie lang so ein Kapitel geht. Also ich hatte mal gelesen. Na komm, geh auf. Ich hatte gelesen. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Öffne Türen, die sich mit kleinen Schlüsseln nicht öffnen lassen. Ich habe mal gelesen, dass so ein Kapitel so ungefähr eine Stunde gehen soll. Also ich bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gespielt. Erst bekommen. Und bis jetzt. Ach, noch nicht mal eingespielt. Es ist gerade sehr, sehr jungfräulich, was ich hier mache. Ich habe ja auch noch keine Ahnung. Auf alle Fälle gehen wir dann erstmal runter und holen uns dieses Zeugs hier. Oh, Mist. Stirbst du, Lump? Du Hagerlump, du Aua! Vergiss es! Keiner entkommt der Macht des. Keine Ahnung, wie er heißt. Link ist es ja diesmal nicht, ist ja diesmal ein anderer. A link to the past. So, machen wir öfter, ne? Bogen. Du hast einen Bogen gefunden. Er kann Pfeile schießen, aber nur solange du welche besitzt. Ja, sehr schön. Das freut mich exorbitant.
Gut, gehen wir mal zum Boss hier, zum Endboss hier.